In der heimischen Mechatronik-Arena in Groß-Asbach empfing unsere SG den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Die Elf um Kapitän Hegele freute sich bereits im Vorfeld auf die tolle Kulisse mit den zahlreichen Dynamo-Anhängern. Mit 7.329 Zuschauern wurde ein neuer Zuschauerrekord für ein Pflichtspiel der SG aufgestellt. Die Gäste aus Sachsen spielten bisher eine überzeugende Saison und lagen vor diesem Spieltag mit 16 Punkten aus 8 Spielen auf Rang 2 der Drittligatabelle. Chefcoach Rüdiger Rehm war sich daher der schweren Aufgabe seines Teams bewusst. Unsere SG zeigt sich auf dem Platz jedoch unbeeindruckt und machte von Anfang an Druck. Freistoß Michele Rizzi. Doch in der Mitte kann sich kein SG-Spieler entscheidend durchsetzen. Groß-Asbach versucht weiterhin, die Gäste früh zu stören. Michele Rizzi erkämpft sich im Mittelfeld den Ball. Toller Pass in den Lauf von Pascal Sohm. Sohm alleine vor dem Dynamo-Gehäuse. Doch sein Ball fliegt Zentimeter über den Kasten. Guter Auftakt unserer SG. In der 14. Spielminute wagten sich die Gäste aus Dresden zum ersten Mal nach vorne. Justin Eilers versucht es aus der Distanz. Nachschuss und Pfosten. Luca Dürholz trifft mit seinem Schussversuch nur das Aluminium. Glück für unsere SG. Freistoß Dresden am Mittelkreis, kurz ausgeführt. Die SG ist zu weit weg. Der Ball kommt ins Zentrum. Schöne Kombination der Gäste. Und plötzlich taucht Eilers frei vor dem SG-Gehäuse auf. Das ist die Führung für die Gäste. Der Dynamo-Stürmer Justin Eilers nutzt diese Chance eiskalt aus und bringt seine Farben in Führung. Wie reagieren unsere Jungs? Felice Vecchione holt sich das Leder auf der linken Seite. Er hat Platz und flankt gefühlvoll in die Mitte. Die Dynamo-Abwehr klärt den Ball vor die Füße von Michele Rizzi. Und da ist der Ausgleich. Rizzi erzielt das 1:1 und bringt seine Mannschaft zurück ins Spiel. Der SG gelingt damit der verdiente Ausgleichstreffer. Die SG ist jetzt wieder im Vorwärtsgang und setzt den Gegner unter Druck. Dynamo passt den Ball unfreiwillig in den Lauf von Simon Skarlatidis. Dieser scheitert zunächst an Keeper Benjamin Kirsten. Doch Skarlatidis hat erneut die Möglichkeit und schlänzt den Ball an die Latte. Haarscharf scheitert die SG am Führungstreffer. Somit geht es mit 1:1 in die zweite Hälfte. Die erste Chance gehört den Gästen. Luca Dürholz auf der rechten Seite. Pass ins Zentrum auf Justin Eilers. Und von dort gelangt der Ball zu Komvalios. Dieser kann sich im 16er durchsetzen und kommt zum Abschluss. Das ist das 2:1 für die Gäste. Komvalios lässt Kevin Kunz keine Chance und bringt Dresden erneut in Führung. Kann unsere SG erneut zurückschlagen? Daniel Hegele mit dem Lupfer auf Außen zu Bina Kai. Bina Kai mit der schönen Flanke in die Mitte. Pascal Sohm erwischt den Ball nicht richtig, doch die Kugel kommt zu Michele Rizzi. Um ein Haar hätte unsere SG erneut den schnellen Ausgleich geschafft. Rizzi verzieht links am Tor vorbei. Danach wieder Dresden im Angriff. Luca Dürholz im 16er der SG. Er zieht die SG-Abwehr auf sich und geht vorbei. Sein abgefälschter Schussversuch aus 16 Metern wird ganz gefährlich für SG-Keeper Kevin Kunz. Doch am Ende kann der SG-Schlussmann klären. Die letzten 15 Minuten, die SG wirft noch einmal alles nach vorne. Daniel Hegele mit dem schönen Pass auf Simon Skarlatidis. Dieser versucht direkt zum Abschluss zu kommen, doch auch sein Schussversuch findet seinen Weg nicht in das Dynamo-Gehäuse. Das Spiel geht jetzt hin und her. Justin Eilers kann sich über außen durchsetzen und zieht ins Zentrum. Er hat die Schussmöglichkeit, doch am Ende trifft er den Ball nicht richtig und kann Kevin Kunz nicht überwinden. Auf der anderen Seite unsere SG noch einmal. Über Tobias Rühle gelangt der Ball zu Michele Rizzi. Dieser versucht es aus 18 Metern, doch sein Schuss wird entscheidend abgefälscht. Die SG rennt an und für Dresden ergeben sich Konterchancen. Langer Ball der Dresdner auf Justin Eilers.
Eilers alleine vor SG-Keeper Kunz und er behält die Nerven. Das ist das 3:1 für Dynamo. Damit ist dieses Spiel entschieden. Dynamo Dresden gewinnt am Ende nicht unverdient gegen unsere SG Sonnenhof Groß Asbach und kann dadurch die Tabellenführung in der dritten Liga übernehmen. Doch die Leistung unserer Jungs war durchaus sehenswert. Unbeeindruckt von der tollen Atmosphäre der Dynamo-Anhänger hat unsere SG alles gegeben. Doch die cleveren Gäste konnten mit ihrem effektiven Fußball die 3 Punkte aus der Mechatronik Arena mitnehmen. Unsere SG hat am nächsten Samstag gegen Münster die Chance wieder zu 3 Punkten und hofft natürlich auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans.